Bonjour tout le monde, je suis Feli de Epi Hippocampus. Bienvenue à Paris. Okay, keine Angst, ich rede auch noch Deutsch, obwohl ich jetzt gerade vorm Eiffelturm stehe. Ja, willkommen. Fabi und ich sind gerade unterwegs auf dem Weg ins PJ. Wir werden einen Teil unseres PJs, unseres praktischen Jahres, nämlich auf Martinique verbringen. Das gehört ja zu Frankreich, ist eine Insel. Und jetzt sind wir gerade in Paris und gleich später geht dann unser Flug eben. Wir fliegen dann über New York und von New York dann nach Martinique. Also steht noch eine längere Reise bevor. Wir wollten euch jetzt mal kurz hier mitnehmen, vor den Eiffelturm, wenn ihr schon vor so einer coolen Location sind. Und ja, und wir haben uns gedacht, welche Eselsbrücke oder was könnten wir euch denn mit auf den Weg geben hier in Paris, in der Stadt der Liebe? Und dann haben wir uns gedacht, also ja, in so einen gut aussehenden jungen Mann mit so einem fetten Sixpack, da könnte man sich ja schon mal verlieben. Und deshalb merken wir uns heute zusammen den Musculus Rectus Abdominis. Ja, und wir machen das in einer Kombination aus Routen- und Geschichtenmethode, also Loki-Methode und Geschichtenmethode so ein bisschen kombiniert. Ja, wie merkt man sich jetzt den Muskel? Musculus Rectus Abdominis. Dazu muss man ja immer wissen, Ursprung, Ansatz und Innervation. Die Funktion, die lasse ich jetzt mal weg, die kann man sich eigentlich recht gut immer herleiten bei Musculus Rectus Abdominis. Aber Ursprung, Ansatz und Innervation merken wir uns jetzt mal. Der Ursprung, es gibt zwei Ursprünge, einmal den 5. bis 7. Rippenknorpel und einmal den Prozessus Xiphoideus des Sternum. So, jetzt wandeln wir das erstmal in Bilder um, und zwar den 5. bis 7. Rippenknorpel. Für die Zahlen, da haben wir auch immer Bilder. Für die 5 können wir uns jetzt mal eine Hand merken. Ja? Die Hand hat ja 5 Finger, also die Hand steht für die Zahl 5. Und für die Zahl 7 merken wir uns immer die 7 Zwerge. Und der andere Ursprung ist ja der Prozessus Xiphoideus des Sternum. Xiphoideus hört sich, finde ich, so an wie Xylophon. Also wandeln wir das jetzt einfach in das Bild von einem Xylophon um. Jetzt stellen wir uns einfach vor, wie hier die 7 Zwerge mit ihren Händen Rippenknorpel in der Hand haben und da wie wild auf das Xylophon drauf dreschen und hier Musik machen und ja, eine Riesenparty hier vom Eiffelturm. Und dann haben wir eben die Hände von den 7 Zwergen für die 5, die 7 Zwerge selber für die 7, also 5. bis 7. Rippenknorpel, weil sie ja die Rippen mit den Knorpeln in der Hand haben und auf das Xylophon drauf dreschen, das für den Prozessus Xiphoideus des Sternums steht. So, jetzt haben wir schon mal die Ursprünge. Wir merken uns jetzt den Ansatz. Der Ansatz ist ja das Os Pubis. Mir fällt da jetzt als erstes Bild ein Pups ein. Und ja, jetzt könnten wir uns vorstellen, wie ich so erschrocken bin von diesem Lärm, den die 7 Zwerge machen, dass ich einen Pups fahren lasse. Und jetzt können wir uns auch gleich noch die Innervation merken. Das sind nämlich die Nervi Intercostales. Und Intercostales, das bedeutet ja so viel wie zwischen den Rippen. Und jetzt stellen wir uns einfach vor, wie ich hier einen Pups lasse und dann ja, der ganze Duft dann aufsteigt zwischen das Gerippe vom Eiffelturm bis ganz nach oben. Und dann haben wir uns eben das aus Pubis mit meinem Pups und die Nervi Intercostales, weil der Pups zwischen die Rippen des Eiffelturms geht, gemerkt. Ja, ich hoffe, ihr vergesst jetzt nie wieder den Musculus Rectus Abdominis und ja, schreibt in die Kommentare, hat euch diese Merkhilfe was gebracht, und lasst uns auch gerne wissen, wie ihr euch die Muskeln gut merken könnt und welche Muskeln oder welche Themen ihr euch noch wünschen würdet. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns riesig freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und uns einen Daumen nach oben da lasst. Damit unterstützt ihr uns und ihr bekommt dann auch immer mit, wenn wir neue Inhalte und neue Videos posten. In diesem Sinne, wir lassen euch weiter teilhaben an unserer Reise. Macht's gut, bis bald und au revoir!